Mubarak, 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 ye din ho Mubarak, Mubarak ho ye din. Herzlich willkommen hier bei unserer Jahresversammlung. Können Sie sich vielleicht kurz vorstellen und auch sagen, wie Sie da mit unserer Gemeinde in Kontakt gekommen sind? Ich bin Ursula Fust. Bin da in dieser Gemeinde leite ich eine Institution für Menschen mit Beeinträchtigungen. Wir haben von der Jugendorganisation eine Spende bekommen und sind da durch das auch in Kontakt gekommen mit ihnen. Und hat mich jetzt interessiert, wie der Tag da gestaltet wird. Schön, danke vielmals, dass Sie gekommen sind. Können Sie etwas vielleicht über Ihre Institution sagen, die Aufgabe, die Sie dort machen und wie das so ein bisschen aussieht? In deren Institution leben 20 Menschen, die dort wohnen und arbeiten. 7 Menschen kommen jeden Morgen und gehen zu Abend wieder. Also im Gesamten betreut man 27 Menschen mit Beeinträchtigungen. Das heisst, es sind Menschen, die schwere Beeinträchtigungen haben, die nicht in einem geschützten Arbeitsplatz arbeiten können, die rund um die Uhr Betreuung brauchen. Wir sind in dem Dorf Wiggoldingen eingebettet, sind auch gut integriert und freuen uns, wenn die Gesellschaft Anteil nimmt am Leben dieser Menschen. Jetzt haben Sie da schon einen kleinen Eindruck bekommen von unserer Chelsea, von unserer Jahresversammlung. Was ist Ihnen so da aufgefallen? Was haben Sie schon können sehen? Ich habe nicht sehr viel gesehen. Was mir einfach auffällt, ist sehr friedliche Stimmung. So von den Menschen her schon etwas Fremdes. Mich selber persönlich interessieren fremde Sachen. Ich finde die sehr spannend, reinzuschauen, kennenzulernen. Ja. Gut, danke vielmals und viel Spass noch da bei unserer Jahresversammlung. Danke. Herr Eberli, vielen Dank. Sie sind unserer Einladung gefolgt zu der Jelsa Salana. Wie sind Ihre Eindrücke oder wie haben Sie das bei uns empfunden? Wie hat man Sie hier aufgenommen? Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich bin auch sehr gerne hierher gekommen. Ich habe ja Sie auch schon, die Organisation, schon mehrmals gesehen. Mhm. Ich bin der Meinung, dass die Religionen von dieser Welt zusammenarbeiten müssen. Die Religionen sollen der Welt etwas bringen. Sie sollen der Welt Frieden bringen. Und Frieden gibt es nur, wenn die Religionen untereinander auch Frieden haben. Und die Religionen haben ja einen ideologischen Inhalt. Und überall steht in den Religionen die Liebe und der Respekt gegenüber dem anderen im Zentrum. Aber das müssen die Leute auch merken. Mhm. Und nur wenn sie das merken, werden die auch in Zukunft die Religionen respektieren. Und wenn sie merken, dass die Religionen nur Krieg und Hass und Unfrieden bringen, dann werden sich die Leute über die Zeit von den Religionen abwenden. Mhm. Ich finde, sie machen etwas sehr gut. Sie gehen offen auf die Leute zu und sie zeigen den Leuten auch, zeigen, wie wichtig das Frieden ist. Mhm. Und nur wenn wir den Frieden untereinander pflegen, wird die Welt auch besser. Ja. Und wie ist das? Möchten Sie etwas uns als Rückmeldung geben zu dem Empfang oder zum Gastfreundschaft, was wir könnten verbessern? Oder vielleicht Nein. etwas, was Sie mitnehmen von uns? Ja, ich nehme eigentlich viel von euch mit. Ich nehme von euch mit, dass ihr eine offene und gebildete Gesellschaft seid. Dass ihr offen seid gegenüber dem Land, wo ihr drinnen lebt. Und gegenüber von den Leuten, die ihr mit ihnen zusammenlebt. Und das tue ich als sehr positiv wahrnehmen. Okay. Vielen Dank. Mubarak, Mubarak, Yedin Ho Mubarak, Mubarak, Hoye.